Vögel haben bei Stromleitungen zwei unterschiedliche Probleme. Einmal ist es der Leitungsanflug und auf der anderen Seite der Stromtod. Beim Leitungsanflug ist es so, dass Vögel die Leitungen, die vor ihnen liegen, nicht sehen können. Und wie bei Höckerspänen, die eben sehr träge sind, dann auch nicht rechtzeitig ausweichen können, wenn sie im letzten Moment erkennen. Und beim Stromtod ist das Problem, wenn Strommasten vogelunsicher sind. Das heißt, Vögel wie Greifvögel oder Krähen setzen sich darauf und bekommen eben eventuell einen Stromschlag. Der Zusammenhang zwischen Klimakrise und Biodiversitätskrise liegt eigentlich darin, dass wir einen hohen Handlungsdruck haben. Wir stehen im Moment vor der Herausforderung, diese beiden Krisen eigentlich zu bewältigen. Und es gibt aber eben unter anderem Nutzungskonflikte. Das heißt, auf der einen Seite möchten wir die erneuerbare Energie ausbauen, möglichst schnell, auch um die Natur zu erhalten und unsere Energie eben sicherzustellen, unsere Energieversorgung. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Problem, dass wir weniger Vögel heutzutage haben, dass Lebensräume zerstört oder zerschnitten werden. Und da braucht es eben eine Zusammenarbeit auch zwischen unterschiedlichen Akteuren, damit Klima- und Artenkrise oder Biodiversitätskrise zusammengebracht werden können.